Herzlich willkommen zu einer neuen Adventskalender-Folge. Heute ist der Buchstabe H dran und wir spielen Heroes of Eldor. Und ich vorab ein kleines Wörtchen: Das Spiel wurde von einem Mann gemacht. Ich weiß nicht, wie weit wir spielen werden, aber ich werde es mir mal angucken. Genau. Ja, hängt zwischendurch ein bisschen. Aber ich drehe mal ein bisschen rum. So. Ja, das sind scheinbar wir. Okay, so können wir unsere Waffen wechseln. Und mit WASD wie immer laufen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal rum und schauen uns um. Und wir haben Geld gefunden. Pfeile. Liegen einfach Items auf dem Boden. Okay. Okay, das ist Essen. Also Fleisch liegt auch auf dem Boden. Ich kenne das Spiel nicht, ich weiß uns also nicht, was uns erwarten wird. Okay, hat keiner mit uns geredet. Ich quatsch mal diesen Typ hier an. Press F to talk. Hast du Fleisch zu verkaufen? Ja. Ich hab's genommen. Hier ist ein bisschen Geld für dich. Okay. Jetzt haben wir unser ganzes Essen verkauft. Ob es jetzt eine gute Entscheidung war, kann ich jetzt nicht sagen. No time to talk. I got a butcher meat box to meat if you got any. Okay. No time to talk. I got a tend to me crops. The butcher will buy some meat if you got any. Okay, die wollen mit uns nicht reden. Gucken, gehen wir mal hier lang und schauen uns, gucken, ob wir hier mit jemandem quatschen können, weil irgendeiner muss uns dann, glaube ich, eine Aufgabe geben oder sowas. Also das ist bei solchen Spielen eigentlich üblich. Okay, hat keine Zeit, mit uns zu sprechen. Was ist mit ihm? The butcher will buy some meat if you got any. Okay, ein bisschen seltsam. Kann man hier reingehen? Ja. Ja, nice Haus auf jeden Fall. Okay, wir gucken uns das zweite Haus an und gehen wir da hinten in das fette Haus. Komme ich hier rein? Na, okay. Gehen wir mal hinten zum fetten Haus da. Das ist bestimmt der Typ, der das Spiel gemacht hat. Cool, das ist bestimmt der Typ, der das Spiel gemacht hat. Hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an, aber hier ist rein gar nichts. Gehen wir wieder, kann man hier runter? Ah, okay.
Okay, ich weiß jetzt noch nicht so recht, was wir hier machen können. Es mag ja auch keiner mit uns sprechen. Also klapper ich jetzt mal hier so die Häuser ab. Mal gucken, ob da irgendwas noch ist. Okay, ein Inventar gibt es nicht, zumindest nicht auf I. Do you need potions? I've got some. Brauchst du Getränke? Ich habe welche. Lass mich sehen, was du hast. Es sollte wirklich gehen. Yeah. Würdest du diesen Gesundheitstrank für 30 Gold kaufen? Ich kaufe mal einen. Heilungssachen kann man immer mal gebrauchen. No time to talk. I gotta tend to my crops. Okay. Er mag auch nicht mit uns reden. Was ist mit dem kleinen Burschen hier? The butcher will buy some meat if you've got any. No time to talk. The butcher will buy some meat if you've got any. Okay, keiner wird mit uns reden. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass in irgendeinem Haus irgendwas ist. So schneller? Ja, ne? Okay. Da wir jetzt alle Häuser abgeklappert haben, würde ich sagen, dass wir... Ich mach mal kurz, Entschuldigung, ein bisschen lauter. Dass wir mal hier weitergehen und mal nachschauen, was es hier so gibt. Okay. Kommt man nicht hier rein? Nicht, scheinbar nicht. No time to talk. I gotta tend to my crops. The butcher will buy some meat if you've got any. I gotta tend to my crops. The butcher will buy some meat if you've got any. Geh mal hier rein.
potions for sale. Wow. Potions for sale. Ah, so kann man blocken, okay. Das ist ein Gegner. Ich greif mal an. Don't bother me. Can't you see I'm on duty? Don't bother me. Can't you see I'm on duty? Don't bother me. Can't you see I'm on duty? Okay. Oha, 300 Gold. Aber das sind doch Gegner, warum kann ich die nicht angreifen? Time to talk. Buy some meat if you've got any. Kann man hier nichts machen? Oder bin ich einfach gerade nur zu blöd? No time to talk. I got a hint to me crops. The butcher will buy some meat if you've got any. Looking to join the waiter's cause? William Wallace, ich möchte eurer Armee beitreten. Nein, danke. Ich sag mal ja. Welcome aboard, soldier. Willkommen an Bord, Soldat. Ich bin jetzt ein... Services. 50 Gold. Brauchst du meinen Service? 50 Gold, nein, danke. Fine then. Okay, ich bin jetzt ein Soldat, what the fuck? Und was muss ich jetzt machen? Ich habe jetzt eine fette Rüstung. Are you in need of my services? Ich sag mal ja. Let's get on with it. Und jetzt? Are you in need of my services? Fine then. Ich hab keine Ahnung, was man hier machen muss. Folgt er mir? Tatsache.
machen wir beide jetzt? Sprechen tust du nicht mit mir. Hm. Was mache ich jetzt mit dem? Schnauze. Kann jetzt auch mit keinem reden. Gehen jetzt einfach mal da raus. Okay, er verfolgt mich wirklich. Gibt es denn hier irgendwas zu machen? Er läuft mir fleißig hinterher. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich gerade hinlaufe, aber... Ja, ist die Vermutung, die ich jetzt habe, dass wir uns die ganze Armee zusammenstellen und dann hier so diese Schlösser hier angreifen oder sowas. Ich laufe jetzt einfach mal so... Er hat mich allein gelassen. Ja, dann laufen wir halt alleine jetzt dahin. Der ist einfach nicht mehr da, okay. Ich geh mal da hinten in das Dorf. Hier gibt es auch nichts zu looten. Okay, man kriegt hier Pfeile. Essen haben wir jetzt bekommen, Geld. Tränke. Aber in den Häusern an sich scheint nichts zu sein. Dass man da was looten kann oder so. Reden wollen die mit. Warum hast du dein Leben verloren? Was geht denn bei dir? Gegen irgendjemanden gekämpft, den ich nicht gesehen habe, oder was? Hier gibt es ja gar nichts zu holen. Ist ja langweilig.
dabei. Kann man die lieben? Ah, die hinterlassen Fleisch, alles klar. Die Musik. Im Maus Gamepad. Go back. Introductions. Quiet Set. Die haben leider keine Lautstärken-Sachen. Ich stelle das mal bei euch ein bisschen runter. Bis so. Weil das ist ja wahnsinnig laut.